Es gibt ein Kryo, wie auch immer man das nennt, Labor in Vienna, Virginia, in der Nähe der Bushaltestelle, von der sie immer abgefahren ist. Das nennt sich Kryonik. Es ist die Tieftemperaturaufbewahrung von Menschen. In der Hoffnung, dass ein Wiederauftauen in Zukunft möglich ist. Das ist verrückt. Wenn man stirbt, heißt es Asche zu Asche, nicht Asche zu Eis. Wir suchen die Unsterblichkeit auf unterschiedliche Weise. Das verbindet Stämme und Religionen. Oh, bitte sag mir das, dass du nicht willst, dass ich dich später einfrieren lasse. Nein, aber eines Tages kannst du möglicherweise mein angesammeltes Wissen auf einen Memory-Chip laden. Also gut, hör zu. Wieso speichern wir nicht alles hier drin? Das funktioniert doch schon eine ganze Weile ganz gut. Wie wär's, wenn Christine und ich mit nach Deutschland kommen? Oh, darum würde ich dich niemals bitten. Deine Arbeit ist hier, weißt du? Du willst also verhindern, dass wir eine neue und möglicherweise lebensverändernde Erfahrung machen können. Das ist ziemlich egoistisch, Booth. Würdest du alles dafür aufgeben? Du nicht.